Lass uns mal tun, als wenn es 2019 wäre und es wäre überhaupt nichts los gewesen. Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wisst ihr noch, letzte Woche. Alles klar. Ja, mal ernsthaft, ne, ganze Zeit lang nicht mehr aufgenommen, aber es geht weiter, yay, whoop. erstmal, selbstverständlich, ein energiehaltiges Erfrischungsgetränk. Ach ja, Marke zuhalten, so war das doch. Selbstverständlich den Stahlhalm mit Trinkknubbel drauf. Ja, vorsichtig einführen, damit das nicht wieder spritzt. That's what she said. Ach ja. So. Da würde ich sagen, ich ziehe mal hier kurz alles so ein bisschen zurecht. Und dann kann es losgehen. Ja. Ich muss kurz überlegen, was wir gemacht haben. Wir haben irgendwann hier hinten mal ein bisschen gebaut. Und ich würde sagen, da gehen wir auch mal wieder hin und gucken mal, was wir denn so machen können in dieser Folge. Selbstverständlich über unseren guten gebauten Weg. Große Dinge werden auf uns zukommen, was den Weg angeht und was die Brücken angeht und was das Bauen angeht. Und hier oben soll ja auch noch eine Burg entstehen und ganz viele tolle Dinge sollen passieren. Wird auch alles noch passieren. Ja. Mal gucken, vielleicht nächstes Jahr, wenn dann wieder das Let's Play weitergeht. Ja, es sollte jetzt im Idealfall halbwegs regelmäßig wieder weitergehen. Mal gucken, wie das mit den Folgen läuft, wann und wie und überhaupt. Und alles Weitere wird sich zeigen. Unser gutes Lager hier. Da ist natürlich überall noch nichts drin, aber ich dachte mir, ich laufe einfach einmal rum, um so ein bisschen Gefühl zu bekommen, wieder reinzukommen, Dinge zu tun, Sachen angucken. Zumindest in dieser Folge, in der nächsten Folge, da gucken wir dann mal, wie wir dann weitermachen. Aber erstmal laufen wir einmal die Dinge ab, die wir bisher gemacht haben. Oh, hier die Baumfarm. Sichtweite hat sich noch nicht viel verändert. Es sieht immer noch genauso aus wie alles andere vorher auch. Den ganzen. Konnte man das immer schon sehen? Hat sich die Sichtweite doch verändert? Bin jetzt auf der aktuellsten verfügbaren Version. 5.5 müsste das sein. 5.50, genau. Oha. Ja, wurde jetzt kürzlich released und hat viele tolle Änderungen reingebracht. Die wir jetzt so nach und nach entdecken werden. Mit irgendwelchen Abstürzen wahrscheinlich dann auch. Dann crasht das dann mal und dann müssen wir gucken, wie wir weitermachen. Wir gehen erstmal hier hinten dahin. Ich glaube, hier war Sackgasse, ne? Genau, hier ging das da irgendwie nicht weiter. Ja, hier ist der Weg dann zu Ende. Man kann dann hier rüber hüpfen und einfach reinspringen. In den Tod stürzen. Oha. Nee, machen wir nicht. Wir gehen einfach mal gemütlich wieder zurück. Selbstverständlich dieses Let's Play nach wie vor ohne Fast Move, ohne Fliegen, ohne alles. Ohne Sachen im Inventar. Wie zum Beispiel hier ein Stück Holz, wo man dann den Stamm verlängern könnte, damit das nicht so schäbig aussieht, genauso wie hier. Aber gut, so ist das. Ja, unsere ganzen Werkzeuge hier und da geht es dann hinten da zum Turm. Da können wir dann auch gleich nochmal gucken. Da gehen wir mal hoch und gucken mal, was oben ist. Da hat sich auch nicht so viel verändert. Na, ich war ja in dieser Welt dann gar nicht drin, habe hier gar nichts weiter gemacht. Hier eine Etage. Noch eine Etage. Noch eine Etage. Ja, und hier kommt dann. Hier kommen dann die Solarzellen irgendwann hin. ich habe auch tatsächlich überlegt, ob wir einfach alles mit den High Power Solarzellen abdecken und dann später unten in der Halle aufteilen einfach und dass wir eben ein Kabel haben, was von hier dann rüber geht. Andererseits haben wir ja zu viel vorbereitet und das auf drei Kabel ausgelegt, da müssen wir mal gucken.
So. Dann rein ins Häuschen. Tür zu. Genau. Hier wäre ja auch noch irgendwie zum Aufräumen. Ne? Das wollten wir ja auch noch mal irgendwann machen. So, dann gehen wir einmal runter. Links Blätter, rechts Erde. Links Holz, rechts leer. Genau so war das. Ne? Genau so war das. Hier, da. Dann haben wir hier. Genau, hier ist, sind unsere Tools, die wir dann brauchen, unsere Maschinen, die wir brauchen, um dann später dann die anderen Maschinen herzustellen. Oh. Da hat sich wohl an Mesokons was geändert. Okay. Na ja, gut, der hat eh nicht funktioniert, oder? Hat der funktioniert? Der hat ja nicht funktioniert, ne? Der war... Nee, ich glaube, das hat ja noch nicht funktioniert. Aber irgendwas hat sich an dem hier verändert. Wollen wir mal reingucken eben? Ich habe einen kaputt gemacht. Keine Ahnung. Also, Port A ist gleich Pin W und gib ihm... Da scheint sich irgendwas geändert zu haben. Was auch immer. Ja, hier unser schönes Lager. Auch noch nicht, noch lange nicht fertig. Ja, das muss hinten alles hier noch verkabelt werden und ja, das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis wir das dann auch mal fertig haben hier hinten. Das eigentliche Machen, das geht eigentlich, aber das eigentliche Machen geht eigentlich, Aber ansonsten, ja, das ist okay. Hier war auch irgendwie eine Höhle drunter, ne? Da kommt man doch irgendwie... Genau, guck mal hier, da ist... Irgendwo geht's da hin. Irgendwo da hinten. Genau, irgendwo geht's da hin. F3? Nein. So. Lange nicht mehr gespielt. Genau, hier ging's runter. Hier war ja dann die Frage, welche Farbe nehmen wir denn eigentlich jetzt für zum Runterbauen? Ich habe da auch noch nicht wirklich weiter irgendwie groß mir was überlegt. Was man natürlich machen könnte, ich habe die, glaube ich, geupdatet. Ich glaube von Baked Clay, da gab es doch jetzt... Genau, hier gibt es ja jetzt auch neue Designs. Glass Terracotta, das kommt glaube ich auch vom Baked Clay. Die kann man natürlich dann irgendwie auch einfach brennen und dann hat man die dann. Baked Clay nach eben Glass Terracotta. Da könnte man natürlich hier das Blaue nehmen und da dann ein Kacheldesign dran bauen mit Textur. Das würde dann halt eben hier in dieser Welt mit meiner Textur eben entsprechend so aussehen, dass es aussieht, wie es aussehen soll. Unabhängig davon natürlich dann eben ja, ohne Mod. Einfach mit einer entsprechenden Textur. Dass das alles nicht mehr funktioniert. Alles kaputt. Was auch immer. So, dann haben wir ja hier noch den Höhlenabsatz hier unten. Wo es dann rausgeht in die riesige Höhle. Ich habe auch überlegt, eigentlich könnte man das Haus auch ausgraben und dann so einen kleinen Garten drumherum bauen. Das geht dann schon irgendwie. Und weiter erkunden. Hier unten müssen wir natürlich auch. Hier geht es natürlich noch irgendwie weiter runter. Ja, da ist dann irgendwo ja, der Boden da unten irgendwo. Das ist dann wahrscheinlich so genau so eine Höhle wie hier. Irgendwie von oben ganz weit runter. Und da kann man dann auf jeden Fall dann auch nochmal schauen. Ja. Ja. Also, da geht's definitiv weit runter. Habe ich denn meinen wertvollen Eimer dabei? Natürlich habe ich meinen wertvollen Eimer dabei. Aber sowas von habe ich den dabei. Dann können wir nämlich mal gucken. Dass wir einfach mal
hat es hier gerade. Ich habe schon wieder Phantomgeräusche. Dass wir einfach mal runtergehen. Einfach mal gucken, wo wir hinkommen. Oha, es wird immer dunkler. Es wird immer dunkler. Oh. Ah. 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 Ach ja, geht eigentlich von der Höhe her, ne? Kommen wir hier mal eben zur Wand hoch. Genau, hier ist die Wand. Können wir einmal so ein bisschen erkunden und mal rumgehen. Oh, aua. Was bist du denn für ein Viech? Noch eins. Oder das gleiche? Jetzt hau mal. Du hast mir aber ganz schön wehgetan. Dabei habe ich doch so eine wertvolle Kaktusrüstung. Da ist dunkel. Da ist dunkel. Ich muss da jetzt aufpassen, dass so monstermäßig und so. Ich habe sehr, sehr lange im Kreativmodus Sachen gebaut und da ist natürlich mit Monstern scheißegal. Hier müssen wir natürlich tatsächlich so ein bisschen aufpassen wieder. Hier ist auf jeden Fall der nächste Höhlenabsatz. Das ist gut. Also quasi nur so ein Zwischending hier gewesen, ne? Oh, das war aber lebensgefährlich. Siehst du, hier, da. So. Ja, das ist nur so ein... Obwohl... So, hier links, da links. Uäh, das ist hier aber. Ja, ja, ist nur so ein kleiner Absatz, ne? Alles klar. Oha. Ja, ist doch was größer hier, ne? Ist doch was größer. Hier ist dann der Absatz. Das ist doch auch wieder hier so unendlich tief, oder? Hey, 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 da haben wir auf jeden Fall noch eine Menge zu tun, diese Höhle auszuleuchten. Ich würde sagen, machen wir jetzt einfach mal schön 2 Stunden hier Höhlen ausleuchten. Ja, zumindest mal so am Rand mal gucken. Ja, da geht es dann irgendwo oben weiter. Sverdelicht. Oha. Auf jeden Fall ordentlich Materialien, die wir auch alle einsammeln können und wahrscheinlich auch ganz viel davon auch noch wirklich noch benötigen werden irgendwann. Für diverse Bauvorhaben. Gerade was die Maschinen angeht und so. Da geht's dann wieder runter. Ja, dank Fackeln verlaufen wir uns dann aber auch nicht. Oha, das hört ja gar nicht mehr auf hier. Das hört ja gar nicht mehr auf. Das ist ja... Oha. Uiuiui, das war knapp. Darauf erstmal... Der gute Stahlhalm. Und Fackeln habe ich auch keine mehr. Okay. Das waren kein Diamant, ne? Das. Zink. Na, nehmen wir mal ein bisschen was mit. Wir können ja so ein bisschen, wenn wir schon mal hier sind, hier und da so ein bisschen was mitnehmen. Ein bisschen Mese. Ein bisschen Eisen, oder? Kupfer. So, da noch von, hier noch von, da ist noch mehr Mese. Mese kann man immer gebrauchen. Au. Das war Eisen. Eisen, Popeisen.
Nehmen wir mal das Zeug hier, das braucht keiner, oder? So. Dann haben wir auch gleich ein paar Diamanten dazu. Und das mal so hier, die fertigen Sachen können wir hier mal hin tun und das andere, da können wir dann so mal verteilen. So. So. So rum. So muss das. Da links. Dann machen wir uns hier langsam mal wieder zurück zu unserem Höhlenhütte. Höhlenhütte hatte ich sie, glaube ich, mal getauft. Passend zur Berghütte. So. 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 Hier noch mit, da noch mit. Da noch mit. Kohle lasse ich da, aber Kohle, da haben wir genug. Wir können Holzkohle machen, also von daher alles gut. Da war noch eine, habe ich gesehen. So. Haben wir hier Zinn, Silber, Zink, Kupfer, Eisen, Mese, Diamant. Und die gute Kaktusrüstung. Ja, ganz viele Kaktusse. Nee, das heißt Kaktus. Nee, war schon richtig Kaktus. Oh Gott. Es geht wieder los. Weißt du, gerade mal irgendwie Viertelstunde drin. Und schon ist wieder Chaos angesagt. So, jetzt kommen wir langsam so in die Gefilde, wo das Material ein bisschen billiger wird. Trotzdem nehmen wir mal so ein bisschen mit. Einfach so, weil es geht. Die Höhle ist groß genug. Das blaue Zeug hier, das braucht auch niemand, ne? So. Bisschen Gold noch. War doch Gold, oder? Gold. Mithril. So. Oha. Hier sind wir irgendwo, Hilfe? Da sind wir. Da sind wir längst gekommen. So. Nehmen wir einfach mal mit. Du hast einen übersehen. Ja. Das hier braucht man auch nicht, ne? Granit. Obwohl, wir nehmen mal ein bisschen Granit mit. Einfach so, weil es geht. Haben wir bestimmt noch in irgendeiner Kiste drin, oder? Würde mich nicht wundern, wenn es so wäre. Aber egal. Kann man immer mal gebrauchen. Für irgendwas. Ich glaube, Crusher macht man da draus, ne? Wir gehen mal hier längs. So. Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Wer schnauft mir da ins Ohr? Du schnaufst mir ins Ohr. Komm her hier. So. Ah, so sieht's aus. So. Trotz ohne Privileg kann man dann das ganze Gekrissel sehen. Und da, wo es nicht geladen ist. Und wenn der Flugmodus deaktiviert ist, dann wird alles wieder dunkel, so wie es sein soll. Ich würde ja pauschal sagen, dass das ein Bug ist. So, und wir graben uns jetzt hier einfach mal quer durch die Landschaft wieder nach oben. Wäre nur gut, was sehen zu können. Du kommst mal mit. Ja. Natürlich perfekt positioniert, so, wie sich das gehört. Ja. Dann... es geht schon wieder los hier, ich merke das schon. So. So. Upsa. Das richtige Werkzeug.
Dann gucken wir mal. Jetzt graben wir uns wahrscheinlich irgendwie 100 Kilometer nach oben, weil ich vergessen habe, dass hier irgendwo noch Boden ist. Ich glaube, hier gehen wir längs, ne? Guck mal hier, hier kommt mal raus. Ach so, es wäre tatsächlich noch so ein bisschen hochgegangen. Wir wären wahrscheinlich hier oben irgendwo rausgekommen. So, da ist unsere Hütte. Ja. Unsere gute Hütte, unsere gute Hütte. Komm mal, endlich wirklich mal ausgraben. Ach, da ist Denkcenter, okay. Das mit dem Ausgraben dann, glaube ich, ein bisschen blöd, weil man das natürlich dann irgendwie sehen würde. Anders als jetzt gerade, wo man gar nichts sieht. Ich glaube, wir gehen mal von der anderen Seite dran. So. So, hier durch. Kies, das gute Kies. Ja, da müssen wir uns mal was ausdenken. Da kommt man natürlich auch so ein bisschen ein Schuppen dran bauen. Wir haben ja schon mal einen Schuppen benutzt, um Sachen zu verdecken. Das können wir auch diesmal wieder machen. Aber dann holen wir das Häuschen mal so ein bisschen so aus der Ecke raus. Müssen wir nur irgendwie gucken, dass wir an Gras kommen. Irgendwie Fake-Gras, was man dann hier unten schön verlegen kann. Dass dann wirklich so ein Stück Obererde im Untergrund zu finden ist. So. Oh, da sieht man dann auch den Fusch am Bau. Ja, so. Dann haben wir den zumindest schon mal ausgegraben. So, den Fusch am Bau, den kann man dann immer noch mal wieder in Ordnung bringen. Irgendwie. Jetzt ist er an. Jetzt ist er aus. Was auch immer. Oh, Okay, dann haben wir das zumindest schon mal ein bisschen ausgegraben. Komm hoch hier. Ausgegraben. Wir müssen natürlich dafür Sorge tragen, dass dann auch das Dach wirklich freistehend ist. Also, wie sich das gehört. Und da ist gleich Lava drüber. Das wäre ja was. So. Die Hacke ist auch gleich hinüber, das ist aber nicht schlimm. Wir haben ja genug Möglichkeiten, uns eine neue zu machen. Aber dann lassen wir zumindest das Haus mal so ein bisschen rauskommen hier aus der Ecke. So. Hier auch überall Fusch am Bau, überall. Weißt du, da kommst du einmal irgendwie, passt du nicht auf, was die Dachdecker machen. Und schon hast du Löcher in der Decke. So. Hier noch. Hier oben noch. Es soll ja trotzdem so ein bisschen so höhlenmäßig noch aussehen weiterhin. Das heißt, wir müssen mal gucken, dass wir nicht allzu viel glätten hier oben, sondern dass wir so ein paar Löcher drin haben. Und ein paar Ecken und Kanten. Aber dass das Haus frei steht. Und dann kann man nämlich hinten rum schön ein bisschen Grünzeug pflanzen. Und dann kann man vorne rum gucken, dass wir dann einen kleinen Garten anlegen mit einem Zaun und. Ne? Oh, da ist die Hacke hinüber. Ich habe auch keine mehr und ich habe auch nicht das Material, um mir einen zu machen. Das heißt, wir gehen einfach wieder zurück. Das war ja nur mal ein kurzes Hallo sagen. Gehen wir zum Herrenhaus zurück. Das funktioniert aber noch, ne? Auch nicht mehr. Die müsste doch, wenn die ausgeht, wieder. Hä? Die vielleicht neu gesetzt werden? Müssen die Türen vielleicht neu gesetzt werden? An der Strom. Na? Auf.
Da ist was kaputt. Hier wächst auch nichts mehr. Okay. Ja, ich glaube, da müssen wir nochmal angucken, warum das nicht mehr funktioniert. Vielleicht reicht ein Update zu machen oder so. Ja, cool, das Zurückzahlen. Ich erinnere mich, da war was. Ja, der Rest funktioniert aber noch. Guck mal hier, der dicke Kaktusblock. Der ist doch auch schön. Hier ist auch alles gewachsen. Inzwischen ist sowieso alles gewachsen, weil die ganzen Timer alle abgelaufen sind und alles natürlich geladen ist und gewachsen ist. Das heißt, wir können hier auch gleich mal das Grünzeug wegholen, das Unkraut, was hier gewachsen ist. Und dann hier mal ein bisschen farmen gehen. Ein bisschen farmen gehen. Was habe ich da überhaupt gefarmt, geerntet? Die Zwiebeln! Hallo, bitteschön, einmal Zwiebel mit Schaf. Was? So. mit Zwiebel und Schaf. So war das doch. So. So. Dann haben wir das Zwiebelfeld verlängert. Das ist doch auch schön. Guck mal, hier ist alles gewachsen. Da ist alles gewachsen. Das sieht doch alles gut aus hier. Hier ist auch alles schön. Da ist auch alles schön. So. Äpfel haben wir auch noch ohne Ende zusammen. Genau. Ah, wir können ja einmal ins Herrenhaus mal oben auf den Balkon gehen und da mal gucken, was so los ist. So. Tür zu. So, guck mal hier. Ist das nicht ein schöner Balkon? Und so sicher, man kann gar nicht aufs Dach klettern und so. ja. Ja. So, und wieder rein. So, und hier nochmal auf den Turm drauf. So, hier oben. Guck mal hier. Und hier auch. Da hinten auch. Da, überall. So, wieder runter. Hier geht's Dach dann weiter. Und hier kann man dann auch nochmal rausgucken. Na, da. Rums. Tür wieder zu. So. Ja, genau. Hier die Tische und Stühle, unsere kleine Sitzecke. Da, überall. Warum auch immer. Da kann hier oben, hier unten. Hier ist wahrscheinlich dann genau das gleiche Problem. Das ist einfach, auf geht's ja. Und es sollte, wenn es kein Signal bekommt, wieder zugehen. Also theoretisch zumindest. Kompressor. Grinder. Ich glaube, da können wir mal eben ein bisschen grinden. Dass wir mal unsere Schulden zurückzahlen. Ah, so langsam nervt mich das Schild dann schon. Müssen wir uns kurz ein bisschen gedulden. Reicht natürlich vorne und hinten nicht, das ist schon klar. Pfützig. Dann, ich verstehe es nicht. Und hier doch wahrscheinlich auch. Nee, hier nicht. Nee. Hier links. Und hier doch auch. Zack. Und sie bleibt auf. Zack. Eigentlich, ne? Also. Und es ist überall. Also es scheint irgendwo
entweder mit den Türen oder mit Mesekons ein Problem zu geben. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal ganz entspannt zurück. Ja. Dann soll es das dann für diese Aufnahmesession auch schon wieder gewesen sein, ganz ehrlich. Ich wollte ja nur mal kurz Hallo sagen. Mal guten Tag sagen und ein bisschen hier in dieser Welt mal rum schwimmen, um mich wieder dran zu gewöhnen oder mal ein bisschen zu gucken, wo waren wir eigentlich, was haben wir eigentlich gemacht, dass wir dann nächstes Mal dann voll durchstarten können. Also nächstes Jahr dann quasi. ja. Also sollte jetzt hoffentlich wieder regelmäßig was kommen und von daher kriegen wir hin. So, 110 brauchen wir, 40 haben wir, das heißt, wir müssen noch ein bisschen sparen. Ach, guck mal, wir haben hier noch Kohle. Die tun wir mal dazu. Dann machen wir das nämlich beim nächsten Mal, schmeißen wir dann da nochmal ein bisschen was rein. Und dann haben wir das dann auch geschafft. Jetzt geht's dann traditionell wieder auf unseren Busch. Mit Blick zu den Feldern. Und dann sag ich, da bin ich wieder da. Meine Freunde. Meine Brüder und Schwestern, ich bin wieder da. Freut mich. Ich hoffe, ihr guckt weiterhin zu. Und wenn alles gut geht, sehen wir uns nächste Woche. Ne? Haut rein. Tschö.